Ja, weiter geht's mit Point hast du bitte. Gerade auch gut, weil ich gerade ein bisschen erkältet bin. Ich habe jetzt einen Helikopterplatz, okay. Faktor. Eine Aufnahme. Die letzte Mal schon. 3x3. Das soll schön parallel bleiben. Ach so. So. Einmal die Aufnahme. Ja, ich brauche noch Arztpraxis. So. Und Apotheke auch noch. Ach komm, die Bäusche nehmen. So, Ärzte. Die gefallen mir alle nicht. Ach komm, dann stech ich dich ein. Scheiß Krankenpfleger. Schlechter Assistent. Schlechter Hausmeister. Ja, okay, so. Weg damit. Auch. Ja, come on. Ich bilde die lieber alle aus. Allgemeine Diagnose. So ein Krankenpfleger. Also eine Ärztin. Ja, komm. Nee, so eine verschiedenen Leute will ich gar nicht erst. Dann kommen ja mal die ersten Gäste. Der Cardio. Und die werden eingeflogen. Ui. Ah, Cardio, machen wir hier hin. Psychiatrie. 3x3. Okay. So. Pause, brauche erstmal nicht Toiletten. Toiletten kommen später. Faktur, 4x3, 4x4, 4x4, 4x3, gut. Die kommen alle woanders hin. Brauche ich hier noch schöne Toiletten hin? So, noch was specken. Aber wobei, da kann ich hier keinen Handtrockner mehr hinmachen. Jetzt hier noch ein Waschbecken? Ne, oh, egal. Naja, passt schon so. Der 44. Anrufer heute gewinnt Karten zum Rockfestival im nächsten Monat. Faktor haben wir leider nicht. Ich bewundere den Optimismus. Was ist es kalt? Wir hatten noch nie mehr als 6 Anrufer an einem Tag. Kannst nach Hause gehen. Hatten sich 2 verwählt. So. Warte mal. Abfalleimer. Mal hier einen hinmachen. Ach komm, Zeitschriftenstand machen wir hier auch noch hin. Gibt's hier schön. Dann machen wir hier noch schöne Automaten hin. Bis Geld. Feuerbrunnen. Feuertemperatur. Ja, nice. Ja, vielleicht ein bisschen zu warm, aber egal. Ich habe leider nicht so viel. Ja, warte mal, ich brauche noch mal.
beides wird es. So, da können sie sich erstmal alle hinsetzen. Ja, gehen wir da hin. Das wirst du gefeuert. So, hier bauen wir noch einen zweiten Zeitschriftenstand. Ach, die Toilette soll schön warm werden. Warte. L? Okay. Muss es echt hier hin tun, ja. Ah, ne. Wäre trotzdem bei 37? Ja. Weil hier neben der Toilette schön. Ist echt teuer, aber der sowas brauchen wir. Hier genau dasselbe Getränk. Snack. Salz Snacks. Bräuchte noch Assistent. Ein Arzt, so. Ah ja, Station, ja, stimmt. Nur noch 3000. Ach du Scheiße. Was soll denn das werden? Komm. Zwei Assistenten brauchen wir mindestens. Was ist denn hier los? Warum schläfst du denn immer zu ein? Warum ist hier niemand? Achso, ich habe nur zwei Assistenten. Lost. Einfach nur Lost. Warum passiert das eigentlich immer, dass, wenn man sich die Nägel vor dem Computer schneidet, einer davon zwischen die Tasten der Tastatur fliegt? Ernährt sich die Tastatur von ihnen? Ja, deswegen schneidet man auch nicht die Nägel an der Tastatur. So, das Schlimme ist, ich glaube, ich brauche jetzt einen Kredit. Tja, anders war es nicht möglich. So, dann baue ich hier Frakturstation. Haben sich ja die meisten gewünscht. Nummer 3. Ja, machen wir so. Scheiße. Zirkus und Topf brauche ich ja auch noch, ja. Topf mache ich hier hin. Ja, was macht denn der Typ, ey? Mein Hausmeister. Jetzt fehlt nur noch eine Station. Feldpausenzimmer für die Mitarbeiter. Ah, die Station kann man hier klatschen. War ich die so groß? Ja, komm mal. Bisschen umziehen. Und noch ein paar Betten. Und dann habe ich kein Geld mehr. Super. Ja, ich habe jetzt noch Geld, würde ich sagen. Hallo, warum geht denn das da nicht hin? Ich habe die Station ein bisschen zu groß gebaut. Noch ein Zeitschriftenstand. Ich habe ja nicht so viele Leute.
Hätte ich jetzt, nein, wir haben gerade nicht genug Geld und Zeit und ja, gerade kritisch. Ach komm, du hast nur eine Sache. Ah, sieht schlecht aus. Ja, ich habe jetzt einen zweiten Dings geholt, ja. Faktor. Sorgen Sie sich nicht mehr, meine treuen Hörerinnen und Hörer. Ihr Oh, ich habe kein Lieblingsmoderator Geld mehr. Roger Bickleworth ist wieder auf Sendung. So sehr ich diesen der Hölle empfohlenen Arbeitsplatz auch verlassen möchte, ich kann Ihnen Wir meine haben Hilfe und meine keinen Weisheit nicht Therapeuten. vorenthalten. Ich nehme meine Verantwortung, Ich habe auch kein Geld für eine Weiterbildung. Ihre Quelle intellektueller Stimulation zu sein, wirklich sehr ernst. Jetzt aber einige Melodien, die dem sofortigen Vergessen anheimfallen werden. Upgrades brauche ich doch noch nicht. Was ist wichtig? Krankenpfleger auch. Es sind mehrere Todesfälle kommen, aber auch das Geld. Oh, fuck. Dass ich da aber auch immer draufklicken möchte, egal. Ja, haben wir gerade nicht. Oh, jetzt haben die alles toll gekotzt, Alter. Scheiße, hier ist übelst los. Ich hab kein Geld für den Mülleimer. Oh oh. Leute beschädigen hört sich nicht gut an. Komm, das schaffen wir. Ach, super. Erstmal andere Leben retten. Ach ja, jetzt müssen die Mitarbeiter alles reparieren. Und neue Arztpraxis. Ach du Scheiße. Leute, wie sieht's aus? Kriegen wir mal 5-8 hin. Schlecht aus. Sehr schlecht aus. So, ich müsste mal kurz ein bisschen Geld schaffen. Ja, komm. Kann hier noch eine Arztpraxis hin? Nee. Gut. Dann brauchen wir hier eine Bank. Oh, warum müsst ihr immer zu sterben, ey? Könnt ihr noch eine fette Aufnahme hinbauen? Kleine. Ja, dann ist der da nicht so belastet. Ja. Wieso kannst du nicht aufs Klo gehen? Dann geh doch aufs Klo. Ich habe gar nichts gewonnen, bestimmt. Vielleicht nur die billigsten der billigsten mit Arzt des Jahres. Okay. Ja, kriegst du Gehaltserhöhung. Das sieht gerade überhaupt nicht gut aus. Hauptsache, wir werden nicht pleite. Aber vom Geldlichen her sieht es gut aus. Ja, gut.
Ja, das wird schon noch. Alter, wir haben halt keinen Psychiater, ne? Ist schlecht. Sehr schlecht sogar. Oh, ich brauche noch eine neue Arztpraxis. Letzte ist auch nicht so gut da. Oh, aber hier. Und dürft ihr hier nicht auf Toilette, ihr Mitarbeiter? Doch, alle dürfen es nutzen. Alter, ist das voll. Was richtig macht. Vielleicht kann ich damit einen bescheidenen Beitrag zum alarmierenden Verfall des Bildungsstandards unserer Gemeinde leisten. Aber warte mal. 2, 3, 4, 2, 3. Okay. Nee, warte mal. Können wir überhaupt? Der Mittelraum wird schwierig sein. Naja. Ach, wir können Leute einstellen, die scheiße sind. Komm, wir holen Psychiater, also. Jetzt haben wir endlich alle Fachgebiete besetzt. So, dann kommt hier noch ein schöner Pausenraum hin. Wenn's Geld reicht. 5x5, okay, ja. Eine Couch. Komm, bezahlen und dann. Reicht sogar noch für weitere Couches. Finde ich gut. Ah, einfach so ein paar Couches hinstellen, ne? Hier sogar noch. Mitarbeitertoiletten. Was für ein Luxus ist. Ja, ey. Ey. Kommt hier hin. Sogar 5 Stück, ne? Ich wieder zu meinen Mitarbeitern bin, ey. So, nur Mitarbeiter bitte. Echt? Gibt es ein Feuer irgendwo? Wer kündigt? Oh, Mann. Wir sind überfordert. Hausmeister. Kriegst du eine kleine Gehaltserhöhung? So. Patienten dürfen diese Toilette nicht benutzen. Dafür dürfen die Ärzte die hier auch nicht benutzen. Dann geh mal dahin. Ich muss eigentlich meine Station mal verkleinern. Wo ist denn hier das Personal? Grundriss. Mann, ich möchte den Grundriss anpassen. Und die Station ist auch groß genug. Wahrscheinlich nicht sie. Direkt aus den Wolken. Das ist Radio. Das kriegen wir nicht hin. Faktur. Ja. Was wollte ich noch bauen? So. Geldverdienstmöglichkeiten, ja. Ach, eine Toilette auch brauche ich. Ja, ich brauche eine Toilette. Die Toilette ist, glaube ich, wichtiger. 3x2 mindestens. Mach mal
3x4, ja. Nee. Auch. So machen. Gut. Oh, ihr kleine Toiletten. Zwei Toilettchens. Nur für Patienten. Ja, wer macht die Mülleimer sauber? Och du Scheiße. Da brauche ich ja keine Bank. Und hier gibt es noch schöne Snacks. Ja, ja, passt schon. Komm, bevor man auf Toilette geht, muss man trinken kaufen, damit man später wieder auf Toilette geht. Ja, mein Geist. Toll. Ich sollte mal damit anfangen, meine Mitarbeiter weiterzubilden. Sonst wird das hier nichts mehr. Und das hier so. Noch ein paar Sitze, damit es mehrere machen könnt. Wir brauchen ja auch viele Leute. So, was sollen wir machen? Was ist denn interessant? Stationsverwaltung? Oder Behandlung. Ah, Arzt, oder? Ja. Boah, keine Ahnung. Arztpraxis. Und Diagnose. Kompetenz ist wahrscheinlich besser. Ja, mein einziger Psychiater macht das jetzt. Bei nein. Behandlung ist besser. So. Bist du jetzt und die, die noch nichts haben. Du kriegst was anderes. Das wird ein bisschen teuer werden. Also nicht was Geldliche angeht, sondern dass ich so viele Leute sich verwenden kann. Weil nicht wieder Nigel, ey. Auf Radio Two Point. Die Heilotology-Abteilung der Orbi-Stiftung. So, ich kaufe jetzt schön Feuerbrunnen. Sie kaufen Hokuspokus, wenn Sie mich fragen. Man muss kein Gehirnchirurg sein, um zu merken, dass Ihre einzige Behandlung aus Gehirnwäschen besteht. Okay. Wenn noch einen zweiten, euch hier hin. Hier brauche ich auch noch einen am besten irgendwann. Ja, super. Oh ja, ich brauche noch einen zweiten. Muss ein paar ausbilden. Was ist denn jetzt mit dir wieder los? Ach, Lars, ja. Ist eine Gehaltserhöhung hier. Die Einnahmen sind wieder geringer als die Ausgaben. Super. So viele Mitarbeiter fehlen. Oh, auch kein Geld. Ja, super. Toll, ja, befördern. Geil, befördern. Und befördern. Jetzt haben wir wieder mehr Ärzte, jetzt können da wieder mehr Leute den Job machen. Frisch befördert worden. Kompetenz ist erhöht worden. Das heißt, es sollten nicht mehr so viele Leute sterben.
brauche auch Geisterjäger eigentlich. Ich habe dafür kein Geld. Ja, komm, steck weiter. Jetzt haut die ab. Soll nicht zur Konkurrenz gehen. Ist schon wieder Erdbeben. Ja, gut, gut. Ja, da müssen wir mal ein paar Sachen upgraden. Was mit ihrer Weiterbildung? Ne, jetzt nicht. Ne, brauchen wir nicht. Okay, dann können wir das auch noch verbessern. Aber jetzt wird alles verbessert. Wir haben gerade hier noch Geld. Oh, Geld ist alle. Das ist schlecht. Wer will da kündigen? Nee, keine Weiterbildung. Was ist denn mit euch los, ey? Warum seid ihr denn so schlecht gelaunt alle? Temperatur ist angenehm. Wie findet ihr das? Ja, auch angenehm. Ey, ich brauch doch das Geld, Mann. Ja, nicht irgendwo einfach in die Ecke pissen, ne? Achso, Weiterbildung, ja. Ich habe Geisterjägerei. Wer kriegt das alles? Oh, zwei. Jetzt habe ich wieder kein Geld mehr, super. Ach, Mann. Oh, da ist jemand gestorben. Weil ihr zu langsam seid. Nee, nee, nee. Ist der durstig? Guck mal, hier stehen überall Automaten. Ich verstehe das nicht. Da brauche ich neue Sa Leute, ne. Ja, Reporter kann kommen, vor allem jetzt, wo der Geister ist. Und wie sieht's aus? Bestimmt schlecht. Oh, gut. So viel erhalten. Ja, warum wollt ihr denn immer zu kündigen? So, weil ihr alle aufs Klo müsst oder was? Weil bisschen mehr Leute heilen. Müsst alle kompetenter werden. Komm, ich hab das Geld für die Förderung. Okay, ja, befördern. So, als nächstes. Weitergebildet, ja. Oh, so viele Ärzte. Jetzt haben wir Mitarbeitermangel. Extrem Mitarbeitermangel. Wir müssen Sachen reparieren. Wir entschuldigen uns für den Müll, der
Es müsste eigentlich die Mitarbeiter sauber machen, weil die wollen gerade nicht. Ach, das passt schon so. Boah, ach du Scheiße. Hier sieht's ja richtig schlimm aus. Ja, haben wir gerade nicht. Seid ihr denn fertig? Ich brauche euch. Oh, das ist schlecht. Ich habe keine andere Wahl, als mit einem exzessiven Überlebenstraining zur Abhärtung zu beginnen. Wenn Sie mich nun bitte entschuldigen. Ach du Scheiße, okay. Das Krankenhaus läuft überhaupt nicht gut. Ja, wir machen in der nächsten Folge weiter und ich hoffe, er läuft besser. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und ciao.